So, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Frakta und jetzt, hoffentlich, egal, jetzt, er entkommt nicht noch einmal. Jetzt gibt's Packung. Ja, Kaiser, wir werden keinen der Fremden verschonen. Das ist zwar durchaus zugegeben Overkill, aber egal, Spaß muss sein. Sie werden dem Reich nicht entkommen. Wir greifen an! Dann machen wir mal Runde wechseln, dann schnappen wir uns Hannover. Und dann war es das mit Braunschweig. Und dann mal lassen wir die Braunschweigische Armee, also die Brandenburgische Armee eigentlich, weil die aus der Altmark heraus marschiert ist. Lassen wir nach Bremen rücken, hauen die Bremer platt, nehmen Bremen ein. Dann war es das eigentlich, glaube ich, mit Bremen. Die haben, glaube ich, nur zwei Provinzen eigentlich, Stade und Bremen. Und dann lassen wir die Brandenburgische Armee in eine thüringische, hier in meinen thüringischen Besitzungen an der sächsischen Grenze aufmarschieren. Die schlesische Armee wird ja gerade organisiert, das habe ich gerade noch gemacht nach dem Cut. Die zweite schlesische Armeetruppe da organisiert. Einheiten auf meinen Befehl warten! Ja, das beste Wetter ist nett, das ist mir auch klar. Dudel die Musik wieder los. Thank you.
Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. Der König ist erschlagen! Die Schlacht läuft gut für das Reich! Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden! Da ist er hingegangen, der Halberstädte. Der Feind hat die Hälfte seiner Armee verloren. Wir haben die feindliche Armee geschlagen. Jetzt ist es Zeit, die Schweine zu zerquetschen! Thank you.
Das war ja klar. Irgendeiner meiner Generäle bringt seine Bierreserven mit in die Schlacht. Komm, wir brechen die Schlacht besser ab. Ich will gerne wissen, wie viel Friendly Fire meine Truppen kassieren, weil vier Armeen sich gegenseitig behaken. Keiner kann bestreiten, dass wir die Sieger dieses Tages sind. Also der Halberstädter hat sehr vernünftig mich sofort attackiert mit allem, was er hatte. Da hat er recht gehabt. Was mich total irritiert hat, ist, dass er seine Mörserbesatzung in den Nahkampf geschickt hat, um meine Kanonen anzugreifen. Finde ich so eine lustige Idee, aber ich glaube, es hätte mehr gebracht, wenn er mit seinen Mörsern auf mich geschossen hätte. Er hat es einfach stehen gelassen und das heißt, er ist ja wirklich mit allem, was er hatte, losgerannt. Aber er hatte ja keine Chance. Die zahlenmäßige Überlegenheit Preußens. Aber ich fand, in der Schlacht hat man schön gesehen, diesen gewaltigen Bürgerkrieg des 30-jährigen Krieges, diesen Brudermord. Gerade eben auf dem Schlachtfeld, das ist ja schön zu sehen, die Fahnen von hier die Lüneburger, also die meine Aushebung aus der Lüneburger Heide, dann Anhaltiner, Preußen, Ostpreußen, aus ganz Brandenburg, aus allen Gebieten, die ich habe, sind ja hier schon teilweise Regimenter schon vertreten und auf seiner Seite ja auch entsprechend. Deshalb war mir das auch wichtig, dass wir das eingebaut haben. Das liest sich halt bescheuert mit Legio. Ja, das lässt sich aber nicht ändern. Das ist einfach im Code drin. Das stammt nämlich noch aus Rom 1 Total War. Das kann man halt aktivieren im Medieval 2, aber es lässt sich die Bezeichnung Legio lässt sich nicht ändern. Da müssten wir wieder die Echse knacken und das da drin ändern. Das dürfen wir ja nicht. Das ist halt doof, dass da immer Legio 21 oder sowas dran steht. Also wie gesagt, das stammt aus Rom. Ich finde es aber trotzdem eine sehr schöne Sache, um zu sehen, welche Einheit wo rekrutiert wurde. Das bringt gerade bei einem Szenario wie hier, dem 30-jährigen Krieg, finde ich nochmal ganz besonders irgendwie Stimmung irgendwie rein. Also zeigt das dieser Brudermord. Ein Stück ist eine Kanone. Ja, also sie haben mit großen Kanonen schießen lassen. Die Armee von Tilly. Und das neue Werk ist normalerweise eine Befestigung. Die Falle ist gestellt, Kaiser. Alles bereit. Ja. Teil. Oh, einer meiner Generäle ist Kaiser! Fall. Ja? Ja, Kaiser! Fürchtet unseren... Lasst uns zuschlagen, Kaiser! Ja, Kaiser! Wir werden keinen der Fremden verschonen! Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Ihr wünscht? Ja? Befehle, Kaiser! Vorwärts! Kaiser! Befehle, Kaiser! Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser! Ja, Kaiser! Wir starten! Ja, mein Kaiser! Befehle, Kaiser! Ja, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Befehle... Vorwärts! Kaiser! Ihr wünscht? Ja, mein Kaiser! Ihr wünscht? Ihr wünscht? Die Anhaltiner aus Mansfeld haben ganz gut gekämpft, finde ich. Ja! Verbind... Befehle, Kaiser! Vorwärts! Ja!
Vereinen die Armeen, Kaiser! Das war's mit Braunschweig. Jetzt müssen wir nur noch nächste Runde Hannover stürmen. Und dann war's das. Heiliger Kaiser! Für das Reich! Kaiser! Ja, mein Kaiser! Befehle, Kaiser! Ihr wünscht? Befehle, Kaiser! Befehle, Kaiser! Befehle, Kaiser! Teilen die Einheiten des Reiches! Kaiser! Lasst uns zuschlagen, Kaiser! Führen die Einheiten zu einer furchtbaren Truppe zusammen! Ja? Ja, mein Kaiser! Verbinden die Truppen! Kaiser! Befehle, Kaiser! Ja! Vereinen unsere Streitkräfte, Kaiser! Ja, Kaiser! Wir halten hier an! So, ich würde sagen, Rundewechsel.